Donnerstag, dem 25. Oktober, waren wir beim Richtfest des neuen Lern- und Studiengebäudes LSG. Es gab Schnittchen, Sekt und O-Saft und jeder Verantwortliche durfte ein paar Begrüßungs- oder Dankesworte loswerden. Das LSG wird komplett aus Studiengebühren finanziert. Dazu wurde Ende Mai 2010 eine Online-Umfrage gestartet, an der 10% aller Studierenden teilnahmen. Circa 70% fanden es eine tolle Idee, endlich ein eigenes Gebäude nur zum Lernen zu haben. Im Sommer 2013 soll das Gebäude dann fertig sein und den Studenten stehen 100 Einzelräume, 102 Personenräume, 70 Vier-Personenräume sowie 15 Acht-Personenräume zur Verfügung. Und zwar mit allem, was das multimediale Studentenherz begehrt. So sollen die Gruppenarbeitsräume mit Whiteboards und teilweise Beamern oder Smartboards ausgestattet werden. Und weil wir eh schon mal da waren, haben wir direkt noch ein paar Interviews geführt. Was für Vorteile hat denn dieses Gebäude gegenüber anderen universitären Einrichtungen? Ja, das Lern- und Studiengebäude wird deshalb eine hohe Qualität haben, weil es unabhängig ist von allen anderen Einrichtungen der Universität. Es ist zugänglich im Rahmen der Öffnungszeiten, auf jeden Fall von morgens bis nachts, also bis 24 Uhr, vielleicht sogar noch länger. Es ist für alle Studenten, die entsprechend die Berechtigung haben, nämlich Studenten der Universität zu sein, können frei zugehen. Sie haben entsprechende Möglichkeit, mit ihrer Studentenkarte nachher in die Räume hineinzukommen. Sie können die Räume vorbuchen. Sie können dort eigentlich unbefristet, also ohne irgendwelche Zeitlimits, dann auch arbeiten und sich aufhalten. Und wir haben nicht das Problem, wie das in Fakultätsgebäuden ist, dass vielleicht eine Veranstaltung ist von irgendeiner Fakultät. Wir haben auch nicht eine Einrichtung wie eine Staats- und Universitätsbibliothek, die ja auch ihren eigenen Rhythmus hat. All dieses ist in diesem Gebäude nicht geplant, sodass wir hier sagen, das ist ein Gebäude von den Studierenden und für die Studierenden. Ja, zum einen, klar, Lernplätze sind immer gut. Beispielsweise wäre es denkbar, dass man sich Bücher in dieses Lern- und Studiengebäude entleihen könnte, die dann hier halt an der Theke bereitgehalten werden. Aber das würde wahrscheinlich auch wieder Studiengebühren kosten und es ist ja nicht sicher, wie lange es die noch gibt. Du bist ja von Anfang an in dieses Projekt involviert. Wie wird denn die Stimme der Studenten berücksichtigt? Ja, das Ganze ging damit los, dass ich ja als Vorsitzender der Kommission, die für die Verwendung der Studiengebühren an der Uni zuständig ist, dann auch für den Vorschlag natürlich mit zuständig war. Und wir haben dann als Kommission eine Arbeitsgruppe gebildet, die zum Teil bestehend aus Experten aus dem Gebäudemanagement, aber auch aus studentischen Vertretern, die sich um die Planung des ganzen Gebäudes kümmert. Und da war es dann halt die Aufgabe, in den letzten 2,5 Jahren zu Beginn erstmal die verschiedenen Entwürfe der verschiedenen Architekten sich anzuschauen, sich zu überlegen, welcher Entwurf gefällt uns am besten, wie soll das Gebäude tatsächlich aussehen. Und ging dann immer weiter über die Detailplanung, wie viele Räume, welchen Typs wollen wir jetzt genau haben, also wie viele Einzelarbeitsplätze, wie viele Räume für 2 Leute, für größere Gruppen, 4, 6, 8, 10, 12 Personen, Seminarraum. Und im Moment ist es zum Beispiel so, dass wir uns ganz intensiv um die Möblierung kümmern, das heißt, welche Möbel sollen später in diesem Gebäude stehen? Du bist ja eher ein Kritiker des Projektes LSG. Was stört dich denn daran? Ja, zum einen werden hier Studiengebühren verwandt und Gebäudebau ist eigentlich Aufgabe des Landes. Das ist eine grundständige Aufgabe, ja, Lernräume für Studierende sicherzustellen. Und das ist somit eine, ja, eigentlich kann man sagen, illegale Subventionierung von Gebäuden durch Studiengebühren. Zudem kann man hier in dieses LSG keine Bücher aus den Bibliotheken mit reinnehmen, zumindest nicht den Präsenzbestand, weil der halt in den Bibliotheken vorgehalten wird und nicht rausgegeben wird. Und da wäre es dann sinnvoller gewesen, damals dem Antrag auf Umbau der Sub stattzugeben, statt halt hier ein Gebäude hinzusetzen, was halt ja für Bücher nicht zugänglich ist quasi. Bei solchen Bauvorhaben steigen ja gerne mal die Kosten, in diesem Fall von 8 auf 9 Millionen. Wie ist das zu erklären? Ja, also der Anstieg von 1 Million ist vor allem dadurch geschuldet, dass wir sehr viel Vorarbeiten machen mussten hier in diesem Umfeld. Hier mussten Leitungen umverlegt werden, wir mussten im Tiefbau den Boden verbessern, wir hatten ja sehr schlechte Bodenverhältnisse und wir mussten eben sehen, wie kann man das planerisch so berücksichtigen, dass wir auch ja, den Städtebau richtig erschließen. Und diese ersten Millionen, diese 8 Millionen, die mal geschätzt waren, das war die erste Schätzung ganz zu Beginn, wo ja nichts vorher richtig klar war, außer dass wir das Raumprogramm hatten, also die Flächen, die wir bauen wollten. Wir werden auch mit den 9 Millionen nicht ganz auskommen, wir werden auch mehr Kosten haben. Das ist wiederum dem geschuldet, dass wir zurzeit sehr hohe Preise haben auf dem Bausektor. Wir müssen alles EU-weit ausschreiben. Das hat jetzt nichts mit der Preisfindung alleine zu tun, aber die Firmen sind so voll mit Arbeit, dass die Preise gerade in der Technik, also Elektrotechnik, Lüftungsanlagen und ähnliche, ziemlich hoch sind zurzeit. Na, wir sind gespannt auf die weitere Entwicklung und sehen uns dann im nächsten Jahr zur Eröffnung.